Die Schweiz sucht dich. Ja, du hast richtig gehört. Heute sprechen wir über die Branchen, die wirklich einstellen und welche Berufe wirklich gefragt sind. Ja, du kannst in die Schweiz kommen, wenn du einen guten Job hast. Ja? Also, wir klären heute auf und wir schauen uns einen brandaktuellen Bericht von jobagent.ch an, wo wir wirklich alle Details kennenlernen von Q3 2021. Also, wenn dich sowas interessiert, dann bleib doch dran. Jetzt geht's los. Let's go. Ja, herzlich willkommen zurück. Ja, du hast richtig gehört. Heute wollen wir schauen, ja, wen die Schweiz wirklich einstellt und warum du gute Chancen hast, wenn du in diesen Branchen, die wir uns gleich anschauen, tätig bist. Erstens, welche Branchen einstellen und zweitens, welche Berufe wirklich gefragt sind. Das schauen wir uns heute an und wie versprochen, einen aktuellen jobagent.ch Bericht, der zusammenfasst, welche Berufe gefragt sind, welche Firmen einstellen, wo wirklich gesucht wird, in welchen Kantonen. Ja, also sehr interessant. Wenn dich solche Themen interessieren und du in Zukunft wirklich alle Inhalte auch sofort erhalten willst, dann abonniere doch den Kanal und gib mir ein Like, wenn dir dieses Video gefallen hat. Dann bin ich glücklich, auch für die Zukunft noch weitere tolle Videos für euch zu produzieren. Aber starten wir doch sofort. In der Schweiz ist die Arbeitslosigkeit bei 2,7%. Ja, wenn man in Europa vergleicht, dann ist das einmalig. Ja? Und wir wollen heute schauen, warum es trotzdem noch viele Jobs offen sind und die Schweiz dich haben möchte. Ja? Es gibt einige Berufe, wo es in der Schweiz Fachkräftemangel gibt. Ja? Und das sind die Berufe, wo deine Chancen liegen. Ja? Nicht unbedingt, weil du eine Sprache sprichst. Das ist natürlich immer gut, wenn du vielleicht 2, 3 Sprachen sprichst, die in der Schweiz gesprochen wird. Natürlich Italienisch, Französisch, Deutsch, Rätoromanisch. Aber wenn du Deutsch und eine zweite Fremdsprache kannst, dann hast du schon eine Diversifikation. Aber wenn du noch zusätzlich zu einer Branche oder zu einem Job Qualifikation hast, die vielleicht ein Schweizer nicht hast, dann hast du gute Chancen, bald einen Job zu finden. Wenn du Jobs suchst, dann klick doch diesen Button hier oben. Hier erkläre ich dir Step by Step, wie du einen Job in der Schweiz finden kannst. Aber fassen wir doch zusammen. Die erste Branche ist wirklich die Gesundheitsbranche. Da wird sehr, sehr viel eingestellt. Krankenpfleger, Krankenschwester oder bist sogar Arzt. Ja, du hast sehr gute Chancen. Du hast eine gute Qualifikation. Du suchst dir einen Kanton aus, ja, den dir gefällt. Und ja, suchst einfach nach einem potenziellen Arbeitgeber. So gehst du vor. Dann haben wir in der Baubranche. Ja, also die Jobs, die wir uns natürlich anschauen, jetzt die Branchen auch, das sind nicht nur Führungskräfte, das sind auch normale Angestellte, wie du und ich. Ja? Also, in der Baubranche wird auch gesucht. Ja? Monteure, spezialisierte Monteure, die etwas können, was vielleicht andere nicht können. So Kältetechniker zum Beispiel. Das sind Berufe, die sehr, sehr gefragt sind. Und die Schweiz bildet diese Personen nicht so viel aus. Deshalb hast du auch, wenn du in anderen Ländern deine Ausbildung genossen hast, gute Chancen, hier einen Job zu finden. Ja? Dann natürlich, wo sehr viel eingestellt wird, die Gastronomie und die Hotellerie. Die Schweiz ist ein Tourismusland. Es kommen sehr viele Touristen jedes Jahr in die Schweiz, in verschiedenen Städten. Zum Beispiel Luzern ist ein typischer Hotspot, Zürich natürlich, Interlaken. Und in diesen Bereichen kannst du sehr, sehr gute Angebote finden mit Arbeitgebern, die auch sehr gut bezahlen. Denn es gibt kein Personal. Und wenn du dich anbietest und eine gute Qualifikation hast, du hast eine gute Möglichkeit, diesen Job zu bekommen, da bin ich mir sicher. Ja, dann haben wir die Pharmabranche auch, sehr spezialisierte Branche. Wenn du diese Qualifikation hast, solltest du dich da auch bewerben. Aber was sind denn tatsächlich die Berufe, die gefragt sind? Ich habe hier die Berufe zusammengestellt. Krankenpfleger, Krankenschwester, aber auch Arzt. Eine hohe Qualifikation, auch sehr gute Chancen in jeglichen Domänen in der Schweiz. Dann Elektromonteur. Elektromonteure werden auch zu wenig ausgebildet in der Schweiz. Wenn du einer bist, da hast du sehr gute Chancen in der Schweiz. Dann ein Softwareentwickler oder im Allgemeinen Informatiker. Wir werden sehen gleich bei diesem Bericht von jobchannel.ch. Ja, Informatiker-Jobs sind zuhauf offen. Ja? Und da kannst du dich bewerben und du hast sicherlich gute Chancen. Dann Ingenieure oder Führungskräfte in Finanzen. Das sind spezialisierte Berufe, ja, wo du sehr, sehr gute Möglichkeiten hast. Aktuell werden gute Jobs angeboten in der Schweiz.
Schau dich doch in den verschiedenen Portalen um und du wirst sicherlich was finden. Denn um in die Schweiz einzuwandern, brauchst du einen Job. Naja gut, nicht ganz wahr. Du kannst in den ersten 3 Monaten immer in die Schweiz kommen. Aber ab dem Moment, wo du länger bleiben möchtest oder hier arbeiten möchtest, brauchst du eine Arbeitsbewilligung und die bekommst du nur, ja, wenn du einen Job in der Schweiz hast. Ja, dann haben wir, wie gesagt, die Ingenieure angesprochen, Softwareentwickler und Informatiker. Dann natürlich in der Hotellerie die verschiedenen Jobs, die angeboten werden, und in der Gastronomie, die auch einen besseren Lohn bezahlen als in deinem Land, Frankreich, Deutschland, Österreich. Also es gibt auch gute Chancen in diesen Bereichen. Also ich hoffe, bei dieser Zusammenstellung hat dir gefallen und ich verspreche dir, die Schweiz sucht dich. Und jetzt schauen wir uns den Bericht von jobchannel.ch an und wir wollen sehen wirklich die Details zu den einzelnen Jobs, Firmen, Kantonen etc. Bleib dran. Ja, jedes Quartal kommt dieser Bericht raus von Jobradar Schweiz. Ja, Vakanzenreport vom 3. Quartal 2021, also wirklich aktuell. Und du hast hier, wie gesagt, Schweizer Stellenmarkt kurz erklärt, regionale Stellenmarkt erklärt, der sektorale Stellenmarkt und pro Berufsgruppe. Also genau das, was wir für kurz besprochen haben. Wir gehen mal ganz schnell durch. Es gibt aktuell in der Schweiz 212.726 Jobs, die frei sind, unbesetzt. Arbeitgeber suchen dich also. Du hast gute Chancen, dich da zu bewerben und auch diesen Job abzusagen. Ne? Und Stellen für Führungskräfte 20.000, also hier klarer Trend. Es werden nicht nur Führungskräfte gesucht, 180.000 ungefähr sind wirklich Angestellte, ja? Ohne jegliche Führungskompetenz. Ja, und Firmen sind 101.000, also jede Firma im Durchschnitt sucht 2 Leute. So ist es natürlich nicht, aber so kann man das vielleicht als Durchschnitt sehen. Und Personaldienstleister auch. So, regionaler Stellenmarkt. Hier sieht man ganz klar, welcher Kanton am meisten anstellt. Also, wenn du suchen willst, gute Qualifikationen hast und dich in Zürich bewirbst, ja, du wirst eingestellt. In Zürich gibt es sehr, sehr viele Jobs, die frei sind. Auch in Bern, Aargau, St. Gallen, Luzern. Und selbst in Appenzell-Innerhorn 266 Jobs. Kann man das glauben? Ja, so ist das. Gehen wir weiter. Anzahl Vakanzen pro Branche. Und hier sehen wir auch, ja, Detailhandel, das haben wir, Gastronomie, Hotellerie, dann Gesundheitswesen, das, was wir angesprochen haben, Finanzdienstleistungen werden auch gesucht, spezialisierte Jobs auch, dann Baugewerbe, ja, Montage. Wo haben wir noch auch gute Nachfrage? Sozialwesen, das sind auch Jobs, ja, wo man auch gute Chancen hat. Da kann man sich immer auch immer sein Glück probieren. Verkehr und Transport, ja gut, das sagt wenig aus. Dann haben wir hier Stellenmarkt pro Berufsgruppe. Ja, was wird tatsächlich wirklich von den Berufen her gesucht? Und hier kann man auch sehen, ja, Baujobs 21.000. Dann haben wir hier unten Elektronikerjobs, 10.000 Elektronikerjobs. Informatiker 30.000 fast, die gesucht werden. Handwerkerjobs, das ist klar, und Führungsjobs 20.000. Also man sieht, da ist für alle was dabei. Aber ihr müsst natürlich eine Qualifikation in diesen Bereichen haben und dann habt ihr gute Chancen. Ne? Dann springen wir kurz, ja, Anzahl Vakanzen pro Berufsgruppe. Ihr seht, ja, pro Berufsgruppe Projektmanagement-Jobs sind auch gefragt. Ja, gute Projektmanager werden auch gefragt. Dann hier Top 25 aller Jobs, Pflegefachmann, Elektromonteur, Softwareentwickler, Projektleiter, kaufmännische Angestellte, also man sieht hier anhand dieser Liste, was wirklich gefragt wird, aus den Portalen her. Ja. Arbeitgeber, auch sehr interessant. Ja. Coop, 2200 Jobs, dann Credit Suisse, ja, Finanzdienstleister, Presto Presse Vertrieb, Stadt Zürich, Genossenschaft Migros, Post, Lonza. Also ihr seht, wenn ihr euch informiert, dann wisst ihr auch, was gesucht wird. Und wer einstellt. Da kann man auf den Jobportalen natürlich suchen. Man kann aber natürlich auch direkt bei den Firmen nachschauen. Ja? Ihr habt hier eine kurze Übersicht, wer wirklich einstellt. Und so kann ich mich vorbereiten. Ja? Mich vorbereiten, vorstellen und den Job dann bekommen. Ja? Dann kommt natürlich die Verhandlung, Gehalt etc. Und ihr habt natürlich einen deutlich besseren Gehalt, wenn ihr natürlich in der Schweiz arbeitet. Das wisst ihr, wenn ihr meine Videos in der Vergangenheit auch angeschaut habt, dann wisst ihr auch, wie die Durchschnittslöhne sind. Es gibt auch verschiedene Videos, da ich darüber geschrieben habe. Hier zum Beispiel eins, ja, welche Löhne in den 3 Berufen. Und ja, guckt doch mal rein in den Jobportalen und vielleicht findet ihr einen Traumjob,
den ihr vielleicht in eurem Land nicht bekommen habt. Also, die Schweiz stellt ein. Und das war's. Also ein toller Bericht von jobagent.ch. Ihr könnt auf diese Webseite gehen. Die haben sehr, sehr viele Unterjobportale für die einzelnen Fachgebiete. Und so werdet ihr doch sicher euren Job dann bekommen. Also ihr seht, mit einer super tiefen Arbeitslosigkeit in der Schweiz, mit sehr vielen Grenzgängern, wird trotzdem eingestellt. Und ihr habt immer zwei Möglichkeiten. Wenn ihr trotzdem nicht einwandern wollt, könnt ihr als Grenzgänger arbeiten, ne? Da habt ihr auch viele Chancen, deutlich besseren Lohn und ihr könnt in der Schweiz arbeiten. Also, gute Hoffnung für alle Arbeitssuchenden oder wenn du dein Studium beendet hast, warum nicht? Du hast vielleicht eine Spezialisierung oder eine Qualifikation, die ein Schweizer, der einen Job hat, nicht hat. Ja? Und du hast dann gute Chancen, hier einen Job zu finden. Also, stark sein, Vollgas und bald wirst du auch in der Schweiz einen Job bekommen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen mit einer kurzen Übersicht über welche Branchen, welche Berufe gesucht werden. Wir haben geguckt, in welchen Kanton eingestellt wird und welche Firmen. Ja, also viele Chancen, bewirb dich doch und du bist willkommen in der Schweiz. Ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal im Video dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte doch ein Like. Bis bald. Ciao, ciao.